Größere Pupillen zu haben, könnte ein Zeichen von Intelligenz sein. Pupillen sind die kleinen schwarzen Punkte in deinen Augen. Sie sind normalerweise 2 bis 8 mm groß. Sie regulieren in Zusammenarbeit mit der Iris den Lichteintritt ins Auge. Daher sind sie auch schwarz. Das Licht tritt durch sie hindurch und wird nicht reflektiert. WissenschaftlerInnen haben festgestellt, dass Menschen mit größeren Pupillen bessere Problemlöser sind. Solche Personen können sich auch besser konzentrieren und Ablenkungen ausblenden. Sogar ihr Gedächtnis ist besser. Den Grund für dieses Phänomen kennen wir noch nicht. Viele Leute glauben, die Pupillen wären mit einem Punkt im Gehirn verbunden, der die mentalen Fähigkeiten anregt. Du hast sicher schon gehört, dass Schlangen sich häuten. Aber wir Menschen tun es auch. Die äußere Schicht deiner Haut wird alle 2 bis 4 Wochen abgestoßen. Das ergibt ungefähr 1 Kilogramm Haut pro Jahr. Das ist etwa so viel wie eine Ananas. Wurks! Wir stoßen Hautzellen ab, weil sie die Lebensgrundlage für Pilze, Bakterien und anderes Ungeziefer, das wir nicht am Hals haben wollen, bilden. Pro Stunde entledigen wir uns von ca. 600.000 Hautpartikeln. Während du wach bist, erzeugt dein Gehirn Elektrizität. Die Menge liegt bei etwa 15 und 25 Watt. Das reicht aus, um eine LED-Lampe zu betreiben. Die Elektrizität entsteht durch die Weiterleitung von Millionen Signalen pro Sekunde vom Gehirn an alle Körperbereiche. Mit diesen Nachrichten steuert dein Gehirn beispielsweise die Bewegung deines Armes. Stell dir deinen Körper als eine Autobahn für elektrische Signale vor. Das Erste, woran wir denken, wenn wir einen Hai sehen, sind seine Zähne. Dabei sind menschliche Zähne genauso stark wie die dieses Seeungeheuers. Die äußere Schicht unserer Zähne, der Zahnschmelz, ist die härteste Substanz im gesamten Körper. Wenn jemand lügt, siehst du es ihm an der Nase an. Nein, sie wird nicht länger. Wenn eine Person lügt, steigt die Temperatur um ihre Nase und an den inneren Augenwinkeln. Stell dir also vor, du bist bei einer Verabredung und dein Gegenüber erzählt dir etwas Unglaubwürdiges. Du zückst dein Thermometer und misst die Temperatur der Nase. Dann misst dein Gesprächspartner deine Temperatur. Und so geht das immer weiter. Die meisten Menschen sind überzeugt, dass Menschen nur 5 Sinne haben. Aber das stimmt nicht. Schmecken, fühlen, riechen, sehen und hören sind nicht die einzigen Sinne. Wissenschaftler zufolge gibt es insgesamt etwa zwischen 9 und 20 Sinnen. Dazu gehören Thermorezeption, die Wahrnehmung von Wärme, der Gleichgewichtssinn. Es gibt sogar einen Zeitsinn, obwohl ich bezweifle, dass den jeder hat. Wir haben auch einen Sinn für Täuschung. Nur deshalb hattest du zu deiner Verabredung ein Thermometer dabei. Es gibt nur wenige Zellen in deinem Körper, die dich dein Leben lang begleiten werden. Dazu gehören Zellen der inneren Augenlinse, die Muskelzellen deines Herzens und die Neuronen des zerebralen Kortex. Zerebraler Kortex ist nur ein hochtrabender Begriff für die äußere Schicht deines Gehirns. Wenn du dich schämst, laufen deine Wangen rot an. Aber auch dein Magen errötet. Durch die Aufregung oder Verlegenheit kommt es zu einem Adrenalinschub. Dadurch weiten sich die kleinen Blutgefäße im gesamten Körper und die Durchblutung wird gesteigert. Und schon steigt die Schamesröte auf. Deine Magensäure spaltet deine Nahrung auf und zerlegt sie in leichter, verdauliche Komponenten. Sie stoppt auch Pathogene und Mikroorganismen, die dich krank machen könnten. Deine Magensäure ist tatsächlich so stark, dass sie Knochen und Metall auflösen kann. Aber deshalb solltest du trotzdem keine Dosen anknabbern. Das könnte böse enden. Dein Körper leuchtet. Er emittiert ein schwaches Licht, das zwischen 15 und 16 Uhr am intensivsten ist. Dummerweise ist es 1000 Mal schwächer als das, was unsere Augen wahrnehmen können. Wir dachten immer, es gäbe nur 8 verschiedene Blutgruppen. In Wahrheit sind aber über 30 Blutgruppensysteme bekannt. Wie auch immer, Hauptsache du bleibst positiv. Der durchschnittliche Erwachsene hat 206 Knochen. Dazu gehören dein Schädel, die Wirbelsäule, die Rippen, Arme und Beine. Aber über die Hälfte deiner Knochen befindet sich in deinen Händen,
Handgelenken, Füßen und Knöcheln. Jeder Fuß enthält 26 Knochen. Apropos Knochen. Der schwächste Knochen in deinem Körper ist das Schlüsselbein. Der medizinische Name lautet Clavicula. Er ist der weicheste Knochen und bricht leicht. Pass also gut auf ihn auf. Herzen von Frauen schlagen schneller als die von Männern. Das durchschnittliche Männerherz schlägt 70 bis 72 Mal pro Minute. Ein Frauenherz hingegen im Schnitt 78 bis 82 Mal. Das liegt daran, dass Frauenherzen im Allgemeinen kleiner sind als Männerherzen. Und weil es eben kleiner ist, pumpt das Frauenherz mit jedem Schlag weniger Blut und muss etwas mehr arbeiten, um mit dem Männerherz mitzuhalten. Millennials oder Menschen, die aktuell zwischen 35 und 40 Jahre alt sind, sind vergesslicher als ältere Menschen. Der Hauptgrund für ihre Vergesslichkeit ist der höhere Stresslevel. Also, mach mal Pause. Dein Körper produziert am Tag 0,5 bis 1,5 Liter Speichel. Er hilft bei der Verdauung und wirkt Infektionen entgegen. Du hast auch jede Menge Bakterien im Mund. Oh ja, im Schnitt hat ein Mensch fast genauso viele Bakterien im Mund, wie es Menschen auf der Erde gibt. Puh, das muss ich erstmal verdauen. Jeder Mensch hat ungefähr 150.000 Haare auf dem Kopf. Jedes einzelne wächst ca. 1 cm pro Monat. Würden wir das Wachstum aller Haare zusammenrechnen, ergäbe das eine Strecke von 16 Kilometern in einem einzigen Jahr. Deine Haare sind auch stärker, als du denkst. Ein einzelnes Haar kann etwa 100 Gramm tragen. Das entspricht einem Apfel. Wenn wir die Kraft aller Haare auf deinem Kopf kombinieren, könntest du das Gewicht zweier Elefanten halten. Hey, das probieren wir aus! Okay, du zuerst. Deine Knochen sind viermal härter als Beton. Der stärkste Knochen in deinem Körper ist der Femur. Er kann das 30-fache Gewicht eines erwachsenen Menschen tragen. Noch verrückter ist, dass unsere Knochen aus einem Verbundmaterial bestehen und dadurch gleichzeitig hart und elastisch sind. Deine Lunge ist eines der größten Organe deines Körpers. Die Gesamtoberfläche entspricht beinahe einem Tennisplatz. Und die Gesamtlänge der Atemwege, die sie durchziehen, entspricht fast der Strecke von Berlin nach Rom und wieder zurück. Und all das passt in deinen Körper. Eines Tages wird die Körperbehaarung des Menschen verschwinden. Sie hat uns einst vor harten Wetterbedingungen beschützt. Doch jetzt haben wir Kleidung und Regenschirme. Die meisten Haare dienen keinem Zweck mehr. Dazu gehören weder Augenbrauen noch Wimpern, denn die schützen dein Auge vor Schweiß und anderen Gemeinheiten. Und sie ermöglichen uns, Mascara aufzutragen. Übrigens haben wir bereits beinahe all unsere Haare verloren. Der Mensch war einst komplett behaart, sodass wir haarig wie Gorillas aussahen. Also so wie mein Mitbewohner. Die Nervenimpulse aus dem Gehirn werden mit einer Geschwindigkeit von 274 km pro Stunde weitergeleitet. Das ist so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Die Menge an Nahrung, die ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben zu sich nimmt, entspricht 8 asiatischen Elefanten. Daher ist es auch nicht überraschend, dass wir 4 Jahre unseres Lebens mit Essen verbringen. Wenn du alle Falten aus deinem Gehirn bügelst und es flach ausbreitest, ist es so groß wie ein Kissenbezug. Das Gehirn faltet sich im Laufe seines Wachstums, weil im Schädel einfach nicht genug Platz ist. Aber probier das mit dem Bügeln und so lieber nicht aus. Ich weiß, wovon ich rede. Wir verbringen 40% unseres Lebens mit geschlossenen Augen. Die meiste Zeit davon schlafen wir. Aber wir dürfen auch das Zwinkern nicht vergessen. Oder beim Autofahren. Der Durchschnittsmensch zwinkert 15 bis 20 Mal pro Minute. Das macht sagenhafte 28.800 Mal pro Tag. Tatsächlich sind unsere Augen 10% der Zeit, in der wir wach sind, geschlossen. Manche Menschen können das Geräusch, das ihre Augen machen, wenn sie sich bewegen, hören. Diese seltsame Veranlagung nennt man Bogengang-Dehiszenz-Syndrom. Es verursacht, dass jedes Körpergeräusch verstärkt wird.
Ein Mann verglich das Geräusch seiner sich bewegenden Augen mit dem Kratzen von Sandpapier. Einem Tennisspiel folgen muss da eine echte Qual sein. In deinem Leben produzierst du etwa 40.000 Liter Speichel. Das reicht aus, um 500 Badewannen zu füllen. Mehr Details brauche ich nicht. Dein Gehirn besteht aus über 86 Milliarden Nervenzellen. Sie sind durch 100 Billionen Verbindungen vernetzt. Das ist mehr, als es Sterne in der Milchstraße gibt. Ein durchschnittlicher Mensch überlebt 2 Minuten ohne Sauerstoff, ehe er bewusstlos wird. Nach 10 Minuten ist der Ofen normalerweise aus. Das variiert allerdings je nach Fitnesszustand. 2009 schaffte ein Mann, ganze 11 Minuten und 35 Sekunden lang die Luft anzuhalten. Und ihm ging es danach blendend. Das verschlägt einem doch den Atem. Die stärkste Durchblutung findest du nicht in deinem Herzen und auch nicht im Gehirn, sondern in den Nieren. Es ist schwer vorstellbar, wie winzig ein Atom ist. Aber sieh es mal so. Dein Körper besteht aus 7 Quadrilliarden Atomen. Also für mich sieht das wie eine 7 auf der Flucht vor einem Mob Nullen aus. Die Atome in deinem Körper sind Milliarden Jahre alt. Zwischen ihnen liegt verdammt viel leerer Raum. Ohne diese Zwischenräume wärst du auf einen klitzekleinen Punkt komprimiert. Und das war dann auch mein letzter Punkt. Punkt.